Heiße Läufer, heiße Quellen, heiße Strecken. So lautete das Motto beim 15. Parktherme-Wüstenlauf in Bad Radkersburg. Und der Name war Programm. Mehr als 1000 Lauf- und Walking-Begeisterte aus 7 Nationen gingen in der Thermenstadt an den Start, um den Wasserlauf, Dörferlauf oder Wüstenlauf sowie die Nordic Walking Strecke in Angriff zu nehmen. Ich staune immer wieder, wer alles dabei ist. Heute eben der Christoph Sumann, Olympiasieger und viele, viele aus Bad Radkersburg, aber auch aus der gesamten Steiermark sind da und das ist was ganz Tolles. Kamel Jackie und ein buntes Showprogramm sorgten für gute Stimmung auf und neben der Strecke. Der erste Startschuss am Hauptplatz in Bad Radkersburg fiel dann für den Kinderlauf. Die Jüngsten zeigten sich dabei gut in Form. Beim Hauptbewerb machten sich schließlich die Läufer auf, um erst die historische Altstadt und im Anschluss die umliegende Region zu erlaufen. Zur Auswahl standen dabei der Wasserlauf über 8,7 Kilometer, der Dörferlauf über 13,6 Kilometer und der Wüstenlauf über die Halbmarathondistanz von 21,1 Kilometern. Auf die Nordic Walker wartete eine 9,5 Kilometer lange Strecke. Somit bewegte der Lauf das gesamte Bad Radkersburger Umland. Ja, erneut, wirklich, wir haben richtig schön eingeheizt. Das ist ein heißer Lauf im wahrsten Sinn. Tolle Strecken, tolle Läufer. Das Rahmenprogramm rundum ist aufgebaut. Kamel Jackie ist da, gesund und munter, also alles super. Gut verpflegt und unterstützt von insgesamt 200 Helfern ging es dem Ziel entgegen. Denn beim Ablauf sowie auch bei allen Vorbereitungen dieses Laufspektakels wird nichts dem Zufall überlassen. Bereits im September des Jahres, also in 2-3 Monaten, beginne ich schon wieder natürlich zu vorbereiten. Ich sage einmal, der Gros geht dann so mit Anfang des Jahres, im Jänner geht es los, wo die Ausschreibungen draußen sind. Und dann geht es durch, bis immer im Juni dann der Wüstenlauf startet. Nach dem Lauf ist natürlich die Regeneration sehr wichtig. Beim Wüstenlauf hat man dafür das passende Rezept. Ja, das ist ja genau der Parktherme Wüstenlauf. Nach der Wüste, nach dem Laufen, nach dem Walken, dann in unser besonderes Thermalwasser. Da regeneriert man ganz schnell und ist wieder fit fürs Wüstenfest am Abend. Der Wüstenlauf in Bad Radkersburg, ein heißer Lauf im Süden der Steiermark.